Okay. Well, because it's I expect him to be aggro paladin. I want a one drop. Oh, wieso rede ich Englisch? Weil das ein aggro paladin ist, würde ich gerne ein ja ein Lipanum oder ein Abusive haben. Aber Owl ist ein sehr gutes Minion, falls er jetzt hier solche Coin Miniboard macht oder Knife Juggler, weil ich das einfach reintreten kann. Glaive ist ziemlich nice, wenn er mein, wenn ich dann, wenn er, wenn ich nichts mache, Turn 1 und er macht Coin Miniboard und ich mache Out, dann wird er mein Minion meistens ignorieren und dann kann ich mit der Glaive das clearen und face gehen. Aber ich möchte die Chance erhöhen, dass ich einen One-Drop kriege, aber ich glaube, das ist zu risky. Die Chance ist auch sehr hoch, dass ich einfach was Schlechteres kriege, was unspielbares. Jetzt habe ich nur eine schlechte Karte gezogen und ich war ziemlich lucky mit dem Mad Scientist. Das ist jetzt eine dritte gute Karte. Knife Juggler. Das ist jetzt. Ein Knife Juggler. Gegen Knife Juggler könnte ich einfach meine Glaive spielen, dann kann ich auch mein Mad Scientist behalten. Man möchte so schnell wie möglich die Traps kriegen. Ich glaube, Mad Scientist zu spielen hier wäre nicht mal so ein schlechter Spielzug gewesen. Zum Beispiel wäre jetzt mein Mad Scientist gestorben und ich würde eine Snake Trap kriegen, dann wäre der Knife Jugger auch viel, viel stärker jetzt, wenn er jetzt Master for Battle spielt. Ja. Ich pushe jetzt einfach Damage. Das ist zu ineffizient, reinzutreten und mit der Waffe den zu töten. Ich habe eine andere Waffe, also möchte ich meine Charges nutzen. Jetzt habe ich. Ich konnte ziemlich gut mit einem Miniboard und einem Knife-Jugger fertig werden und jetzt wäre einfach die Investition zu hoch, um die Miniboard zu töten. Ja, ich möchte auch meinen Mad Scientist rauskriegen. Ich möchte, dass er stirbt und ich möchte Snake Traps haben. Das ist die stärkste Traps. Und dann würde ich nur gegen Consecration verlieren. Ansonsten ist das einfach zu stark, diese Kombi. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, über meinen Turn 2, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, den Mad Scientist rauszukriegen. Einfach da ich so schnell wie möglich die Trap kriegen möchte. Okay. Diese Trap könnte jetzt alles sein. Ich möchte zuerst den Ping haben, da das jetzt Avenge sein könnte. Und wenn ich jetzt den hier töte mit meiner Waffe und den dann Waffe, dann kann ich nichts mehr mit Ping töten. So, jetzt habe ich die Chance, einen Minion zu töten mit Ping. Ist leider Face gegangen. So ist schlechteste Option. Wenn das Avenge ist und er könnte. Die Sache ist, dass das immer zum Beispiel Redemption sein könnte. Und gegen Redemption wäre das natürlich besser, wenn ich den 1-1er töte. Ich werde jetzt keine Trap rocken. Da ich einfach seine. Ich hätte den hier töten können mit der Waffe. Aber jetzt hat er halt keine. Okay, das ist halt schlechtester Outcome. Das war jetzt absolut devastating. Aber ich weiß, dass diese Trap jetzt Avenge sein muss oder Redemption. Und jetzt kann ich halt vermeiden, dass er davon den Value kriegt. Ich könnte jetzt auch Kill Command machen. Macht nicht einen zu großen Unterschied zu Hero Power, da ich Lethal so oder so nächsten Zug habe, wenn ich Face angreifen kann. Deswegen mache ich mal einfach mal Hero Power. Wenn ich ein Beast ziehen würde, dann hätte ich auch so Hero Power. Zum Beispiel der Hunter Creeper, dann hätte ich auch so Lethal auch ohne meine Waffe. Ich möchte ihm nicht die Information geben, dass ich ja Damage Lethal habe, einfach mit dem Bow.
So. Zack. Ziemlich nice Game. Hab wieder eine ziemlich hohe Winstreak, irgendwie von 8 Spielen. Ja, gegen Secret Paladin, wie gesagt, bis ungefähr Turn 3 spiele ich um Board Control. Und ja, und dann ab einem Punkt muss man einfach wechseln zu reinem Face Damage, wie ihr gesehen habt. Und meistens gewinnt man mit Hunter, da man einfach, wenn man genug Mana hat, kann man einfach sehr, sehr, sehr starke Züge machen, wie zum Beispiel Unleash the Hounds plus Hero Power, Knife Juggle Unleash the Hounds, Bow plus Hero Power und so weiter. Ab zum nächsten Game.